Maria Nalzaro hat einen herausfordernden Job. Ihre nächste Patientin hat eine ansteckende Infektion, vor der sich die Pflegekraft gut schützen muss. Nalzaro kümmert sich trotzdem ganz selbstverständlich um die Wunden der Frau. Für den Job ist sie extra aus den Philippinen nach Deutschland gekommen, ins Regensburger St. Josef Krankenhaus. Denn die Personalnot hierzulande ist groß. Deswegen, also wir brauchen also eigentlich Pflegekräfte, also viele Pflegekräfte und alle Bedürfnisse von allen Patienten zu erfüllen. Doch aller Anfang ist schwer. Am St. Josef Krankenhaus wird die Philippinen daher von Alina Klee unterstützt. Die junge Frau belehrt ihre Kollegin aber nicht. Schließlich arbeitet Nalzaro schon sehr lange als Pflegekraft. Sie haben gut gemacht, Frau Huber, ne? Ja. Ja. Trotz Sprachbarrieren, die Frauen sind ein gutes Team. Schlüpfen Sie hier bitte einmal rein. Auch Alina Klee ist nicht in Deutschland geboren, wie viele hier. Es fängt ja auch bei Reinigungskraft an, bis zu dem Doktor. Es gibt immer verschiedene Leute da, sag ich mal. Und ich habe auch einen Migrationshintergrund. Und ich fühle mich auch immer sehr gut aufgenommen. In Deutschland arbeiten bereits rund 230.000 Pflegekräfte mit ausländischem Pass. Längst reicht es aber nicht mehr aus, den Fachkräften aus dem Ausland eine Stelle anzubieten. Kliniken müssen sich was einfallen lassen, bestenfalls ein Rundum-Sorglos-Paket. Wir holen Sie am Flughafen persönlich ab, wir begleiten Sie hier nach Regensburg, wir machen die ganzen Behördengänge mit Ihnen am Anfang, weil das ist schon ein großer Unterschied. Bei uns in Deutschland ist ja doch alles sehr genau. Und es ist einfach das gesamte Konzept, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir Sie wertschätzend behandeln, dass Sie in die Teams integriert werden. Also da machen unsere Pflegekräfte auf den Stationen ganz viel. Besonders jetzt. Maria Nalzaro und Alina Klee müssen alle Zimmer im Blick haben. Wegen Corona steigt die Belastung wieder. Gleichzeitig fällt viel Personal aus. Deutschland wirbt daher verstärkt um ausländische Pflegekräfte. Aber man muss natürlich sagen, es muss sich auch die Waage halten. Also wir werden jetzt immer gucken müssen. Wir haben auch eine große Berufsfachschule, dass wir auch da Schüler ausbilden. Wir versuchen natürlich auch über Marketing Pflegekräfte, die jetzt schon tätig sind, anzuwerben. Das St. Josef Krankenhaus hat sogar 24 Zimmer angemietet, damit Pflegekräfte nicht erst lange nach einer Wohnung suchen müssen. Und Marina Nalzaro verdient nun auch deutlich mehr als auf den Philippinen. Allerdings, das Opfer dafür ist groß. Heimat ist Heimat. Also ich vermisse meine Familie sehr, insbesondere meinen Sohn. Ich habe einen 10 Jahre alten Sohn. Bald will sie ihren Sohn wiedersehen, in Deutschland, wo sie auch weiter als Pflegekraft arbeiten möchte.